zusammen und herzlich willkommen zu unserem ersten Q&A über unser Haus. Da kamen doch ein paar Fragen zusammen und ich habe, nicht wundern, hier gerade mein Handy, mir die Fragen aufgeschrieben, damit ich euch, soweit es geht, die ganzen Infos geben kann. Ich denke, das ist am einfachsten. Viele Fragen kamen auch doppelt, die habe ich dann jetzt halt zu einer Frage mir zusammengefasst gehabt. Aber ich denke, nach diesem Q&A habt ihr schon mal so einen groben Richtwert, wie es so weitergeht bei uns in nächster Zeit. Und ich will nicht lange reden, deswegen starten wir gleich. Und zwar mit der ersten Frage ist, bleibt ihr in eurem Wohnort? Die ist auch gleich gekuppelt an, müssen die Kinder die Schule wechseln? Also nein, die Kinder müssen nicht die Schule wechseln, auch nicht den Kindergarten, auch nicht die Tagesmutter. Da müssen wir überhaupt nichts machen. Da bin ich auch sehr, sehr froh und dankbar drüber. Denn ich denke, das ist für die Kinder nicht so ganz einfach immer. Je nachdem, was für, kann auch sein, dass Kinder das gut wegstecken. Aber es wäre schon organisatorisch auch nochmal ganz schön viel, neuen Kindergartenplatz zu finden, neue Tagesmutter, neue Schulen. Da bin ich dir ganz dankbar. Nein, wir bleiben im Ort, in dem wir wohnen aktuell. Und das hat auch verschiedenste Gründe. Wir fühlen uns hier einfach super, super wohl. Es wäre für uns auch nicht in Frage gekommen, woanders hinzuziehen. Deswegen war dieses Haus auch Schicksal, ein totaler Glücksgriff. Denn hier findet man so gut wie kein Haus. Die Preise sind hier sowieso enorm. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber ja, es ist einfach so, dass wir unbedingt hier bleiben wollten und es sehr, sehr schwierig ist, hier ein Haus zu finden. Und wir haben gar nicht effektiv gesucht, sondern wir haben immer mal wieder geschaut und haben dieses Haus gesehen und haben gesagt, komm, wir verlieren nichts, wir schauen es uns an. Und wir waren dort und irgendwie habe ich so gespürt, ja, das könnte unser Haus sein. Also der Schnitt war perfekt und ja, es ist in dem Ort, in dem wir wohnen wollten. Und dann haben wir es einfach probiert. Natürlich gibt es einen Haufen Mitbewerber und ich war so unendlich dankbar, dass wir das Haus auch zugesprochen bekommen haben. Also da bin ich einfach nur, riesig froh darüber. Und es war irgendwie so ein Wink vom Schicksal, glaube ich einfach, dass wir in diesem Moment einfach nachgeguckt haben, als das Haus online war. Weil wir wirklich nicht jeden Tag oder jede Woche nachgeschaut haben, sondern immer mal wieder, wenn es uns in den Sinn gekommen ist. Denn wir sind hier in unserer Wohnung eigentlich super zufrieden. Wir lieben unsere Wohnung, wir lieben den Garten, wir lieben hier alles. Die Wohnlage, es ist super schön. Wäre nicht die Quadratmeterzahl. Die ist groß, aber wir bräuchten einfach mehr Platz. Also es ist einfach so, wir brauchen mehr Platz und das war der Grund, warum wir geschaut haben. Wann zieht ihr um? Das war die nächste Frage. Wir werden erst nächstes Jahr umziehen. Das Haus, das wir gekauft haben, ist aktuell vermietet bis 31.01. Und dann müssen wir renovieren. Also wir müssen einiges renovieren. Also es ist jetzt kein Schrotthaus oder so, es ist 17 Jahre alt. Aber wir wollen die Dachfenster neu machen lassen. Wir wollen unten wahrscheinlich die Böden ändern. Wir haben also schon einiges an To-Do, was wir machen müssen oder wollen, wenn wir da jetzt einziehen, bevor wir dort einziehen. Klar, wir könnten auch so einziehen, aber wenn wir schon mal dabei sind, renovieren wir natürlich jetzt und nicht erst in 3 Jahren, sondern wenn das Haus jetzt leer ist. Somit werden wir bestimmt erst Ende April, vielleicht Anfang Mai, so schätze ich mal, an einziehen. Also das hat schon noch, es ist noch in weiter Zukunft, sage ich mal, aber was auch gut ist, wir haben so keinen Zeitdruck und wir können echt gut planen und ich hoffe, dass es uns Stress wegnimmt. Ich möchte vorher anfangen, rigoros auszusortieren, systematisch einzupacken, nicht schnell. Klar, es wird am Schluss immer so ablaufen, ne? Die letzten Tage vorm Umzug brauche ich niemandem erzählen. Wird so sein, dass wir hier hektisch einpacken, aber alles, was ich jetzt schon mal aussortieren kann, werde und will ich aussortieren. Und ja, und dann werden wir nächstes Jahr sozusagen erst umziehen. Aber das geht ja immer schneller, die Zeit rum, als man denkt. Jetzt kam die nächste Frage, in welchem Stil baut ihr? Also, da wir nicht bauen, sondern ein Haus gekauft haben, bauen wir in keinem Stil, gewissem Stil. Hier gibt es leider in dem Ort, in dem wir hier wohnen, so gut wie kein Grundstück, das man kaufen kann. Somit ist Eigenbauen ausgefallen. Ja, das Haus ist 17 Jahre alt, es ist ein rein Mittelhaus, aber es ist
groß. Also nicht mehr so. Heutzutage habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass die Reihenhäuser, die verkauft werden, zumindest bei uns in der Region, sind sehr schmal, sehr klein und haben keinen Keller. Und das sind Dinge, die wir auf keinen Fall wollten. Wir wollten auf jeden Fall einen Keller haben und wir wollten auch nicht ein zu schmales Haus haben. Und ja, von daher ist es auch passend, dass das Haus 17 Jahre alt ist. Also ich meine, wir müssen, wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten dran machen, aber der Großteil ist noch völlig in Ordnung. Und ja, also das ist das, was ich dazu sagen kann. Wie groß ist das Haus? Auch eine sehr beliebte Frage. Das Haus ist 180 Quadratmeter, also die Wohnfläche in dem Haus sind 180 Quadratmeter. Also super. Wir haben aktuell so circa 120, ich glaube so, lasst mich nicht lügen, 116, 120 Quadratmeter hier in der Wohnung und haben 5 Zimmer, offene Wohnküche und Wohnzimmerbereich und 2 Bäder haben wir hier und dort ist es so, dass wir 180 Quadratmeter haben. Das heißt, wir werden uns um 60 Quadratmeter vergrößern, was wirklich schon enorm ist und worauf ich mich mega, mega freue. Müsst ihr viel renovieren? Renoviert ihr selbst? War auch eine Frage. Also wie gesagt, wir müssten jetzt nicht mega viel renovieren, aber wir renovieren natürlich, wenn wir in das Haus reinkommen. Wir lassen die Dachfenster machen, das lassen wir machen, das können wir nicht selber machen. Die werden getauscht, das sind im Moment Holzrahmen dran und wir werden die durch Kunststoffrahmen und Fenster mit Rollläden tauschen. Das war uns ganz arg wichtig, dass Rollläden an den Dachfenstern sind. Mit Kindern, finde ich, ist das immer so eine Sache. Es hält auch die Wärme besser fern und Kunststoffrahmen sind einfach auch viel, viel pflegeleichter. Und das haben wir auch schon mit eingeplant in die Finanzierung, einfach, dass wir diese Fenster tauschen. Dann ein Punkt, was wir auch tauschen lassen, ist die Haustür. Die ist okay. Ich finde, sie sieht nicht sehr sicher aus. Sie ist aus so einem einfachen Glas. Ich weiß nicht, also es ist nicht meine Welt. Wir lassen die Haustür tauschen aus mehreren Aspekten. Einfach auch dem Sicherheitsaspekt und auch dem optischen natürlich. Und auch darüber, dass wir gerne einen Fingerprint hätten. Wir waren da auch jetzt, bevor wir das Haus gekauft haben, auf dem Maimarkt bei uns. Das ist bei uns in der Region ein ganz großes. Ja, das sind Aussteller aus der Region einfach da und da waren wir im Hausbauzelt und haben uns da auch verschiedene Türenhersteller angeschaut und haben die Prospekte und alles schon, das war schon im April, also lange bevor ihr das wusstet, waren wir dort und ja, und wir werden uns für eine Tür mit Fingerprint entscheiden, einfach aus der Schlüsselthematik mit den Kindern. Die können einfach die Schlüssel nicht verlieren, was ganz wichtig ist, ihren Finger haben sie hoffentlich immer dabei. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir die Tür tauschen werden und mit einer anderen Tür, die sehr, sehr sicher ist und auch ein Fingerprint hat. Das ist so der Stand. Das wird auch natürlich auch von einer Firma gemacht. Das ist ein großer Kostenpunkt. Dann werden wir unten die Böden wechseln lassen, weil wir eine Wand zumachen zur Tür, also zur Küche rein, weil wir eher einen Durchbruch haben und die Küche relativ offen sein wird. Und ich hätte gerne einen einheitlichen Boden vom Eingangsbereich in das Wohnzimmer und die Küche. Und da werden wir schauen, da sind wir aber, das ist noch in der weiten Planung, da wissen wir noch nicht, was wir da wollen oder wie wir es wollen oder was wir da machen werden. Es muss tapeziert werden, gestrichen werden, also wir werden alles, was wir können, auch größtenteils selber machen, einfach um Kosten einzusparen. Der Garten muss gemacht werden, das kommt ganz zum Schluss, natürlich müssen wir erstmal das Haus so weit auf Vordermann bringen. Und ja, das sind so die Sachen, die wir dort angehen werden. Die Bäder lassen wir größtenteils. Wir werden neue Duschwände holen und vielleicht auch neue Armaturen und sowas, aber jetzt nichts Großes machen. Die sind jetzt nicht so mega modern wie die, die wir hier haben, aber sie sind völlig okay. Also ich kann mit ihnen leben. Und es ist kein 80er Grün oder 70er Grüne, dunkelgrüne Fliesen, sondern man kann damit ganz super leben. Also das werden wir alles soweit lassen. Was passiert mit eurer Wohnung? Ja, was passiert mit unserer Wohnung? Unsere Wohnung werden wir verkaufen. Das ist unsere Eigentumswohnung. Wir haben die gekauft, als ich schwanger war mit Carla. Also das Haus hier wurde gebaut 2012, 2013 fertiggestellt. Und wir werden die Wohnung hier leider verkaufen müssen. Wir waren am Überlegen, ob wir sie vermieten oder verkaufen. Aber mir war einfach der Geldbetrag auch zu hoch, bin ich ganz ehrlich, um zwei Finanzierungen laufen zu lassen. Da kann ich nachts nicht schlafen.
ich glaube, das brauche ich keinem von euch zu erzählen. Das ist einfach kein schönes Gefühl. Und nee, das war mir einfach zu ungewiss. Und ich liebe, 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 liebe diese Wohnung. Und es wird mir das Herz brechen. Denn wir waren halt hier von Anfang an dabei. Wisst ihr, ich habe es gesehen, wie der Keller stand. Ich habe gesehen, wie das erste, wie unser Erdgeschoss stand. Ohne Wände, wie das hier alles war. Ich habe alles miterlebt, den ganzen Baufortschritt. Wir haben die Wohnung selbst geplant von der Zimmereinteilung, das ist einfach, hier hängt einfach so viel Herz dran. Die Bäder haben wir selbst ausgesucht und so. Aber es geht leider nicht. Wir müssen die leider verkaufen. Und auf der anderen Seite freue ich mich aber auch für die Leute, die lange schon hier in der Region suchen und dann vielleicht auch endlich eine Fünfzimmerwohnung mal finden. Das ist nämlich auch nicht so einfach. Und leider, leider, leider müssen wir das machen. Wir werden auch am meisten um unseren Garten trauern, weil sowas findet man eigentlich so gut wie nicht mehr. Also wir haben hier ja über knapp 140 Quadratmeter Garten. Wir haben einen riesen Pool, einen riesen Trampolin. Das wird sich alles verkleinern. Dafür haben wir natürlich Spielplätze in der Region auch, also in der Umgebung vom Haus. Und die Kinder werden natürlich auch größer. Und wir hatten hier schon den Luxus, dass wir sehr viel hatten. Aber im Grunde müssen wir uns einfach neu strukturieren und ich denke, wir werden für den Garten auch das Passende finden, sodass wir uns dort auch wohlfühlen. Und in erster Linie geht es wirklich jetzt einfach mal darum, dass wir mehr Wohnfläche haben für uns alle. Wirst du alles filmen? War eine Frage. Ja, wir werden daraus eine Serie machen. Ich weiß noch nicht, wie sie heißen wird. Ich habe jetzt gerade auf Instagram eben gerade einen Ruf gemacht und habe gefragt, zeigt uns Tipps, wie unsere Serie zu unserem Haus heißen kann. Es gibt jetzt schon sehr viele Serien zur Hausrenovierung und so weiter und so fort. Ich habe überlegt, wie unsere heißen kann. Mir ist bisher noch nichts Kreatives eingefallen. Vielleicht kommt es auch noch. Das werde ich mir dann überlegen. Und ich werde natürlich alles mitfilmen, schon allein auch für uns. Also wir finden es eine mega Erinnerung zu sehen, die Fortschritte im Haus, wie sah es aus, hat man geschafft. Ich finde, das ist auch so motivierend zu sehen, wie etwas vorher aussieht und nachher. Also schon allein deswegen, schon allein für uns will ich es filmen. Und natürlich werden wir auch das Ganze mit euch teilen. Und da freue ich mich auch schon mega drauf, eine eigene Serie daraus zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie viele Zimmer habt ihr dort? Also aktuell sind das in dem Haus 6,5 Zimmer. Also reicht eigentlich völlig aus. Wobei wir oben ein riesiges Dachstudiozimmer haben, was wirklich sehr groß ist. Das sind fast 24 Quadratmeter. Und da sind wir im Überlegen, das abzuteilen und einen kleinen Raum hinten zu schaffen für den Christian, für sein Büro. Das war so unser erster Impuls, wo wir überlegt haben, dass wir das gerne machen würden. Da sind wir aber auch noch, wir wollen erstmal in das Haus reingehen und überlegen, wie können wir was machen, wenn die Leute draußen sind einfach, ein rotes Ruhehaus so zu sehen und dann zu fühlen, wo kommen die Zimmer hin, woher kommt, in welches Zimmer, wie verteilen wir die Zimmer, ziehen wir dort noch eine Wand rein, lassen wir es nicht. Das ist so, ja, wir haben 6,5 Zimmer, also für jedes Kind ein Zimmer, unser Schlafzimmer. Wir haben einen Keller, der hat einen riesigen Hobbyraum. Den Hobbyraum werden wir auch nutzen für mein Nähzimmer sozusagen. Wir waren auch am Überlegen, Christians Büro mit dort runter zu machen. Aber dann so nach und nach ist uns gekommen, dass er vielleicht auch ein Zimmer weiter oben bräuchte. Zwecks Internetverbindungen, telefonieren. Ne? Also ich meine, erst wenn er Homeoffice hat, Telcos und sonstiges, der muss erreichbar sein. Und ich weiß nicht, wie der Empfang im Keller ist und so weiter und so fort. Deswegen waren wir auch am Überlegen, ob wir nicht oben dann gucken, das Büro einzurichten und dann unten mal schauen, was wir da machen. Dann haben wir eine Waschküche unten und einen Kellerraum. Die Waschküche haben wir auch schon die ersten Ideen, wie wir das machen wollen. Das sind so die Sachen, die wir haben. Und wir haben noch einen Dachspeicher, der ist auch super. Also wir haben super, super viel Stauraum. Das Haus ist, finde ich, von den Quadratmetern, von der Einteilung her, super schön gelöst worden. Also es ist echt toll gemacht. Wir müssen da nicht groß was ändern. Wir können praktisch die Wand oben einziehen, aber wir können es auch lassen. Das sehen wir dann, wie wir es machen. Aber das ist alles so. Wir müssen in diesem Haus sein und es einfach mal fühlen, was wir machen wollen, um dazu mehr sagen zu können. Aber ihr werdet es ja dann in den Hausvideos, Hausvlogs sehen, praktisch, was wir dann daraus machen oder wie wir es machen. Ne? Genau, das waren eigentlich jetzt schon alle Fragen, die ihr mir gestellt habt. Wir waren schon beim Notar gewesen, also das ist alles safe. Finanzierung und alles ist safe. Ein großer Schritt wird auch sein, hier diese Wohnung zu verkaufen. Das wird auch nochmal sein. Wie wir das machen, wissen wir noch nicht. Wir sind da auch so ein bisschen gebunden, weil wir eine Zwischenfinanzierung haben. Aber das müssen wir dann mal schauen, wie wir das alles regeln.
Aber da wird noch einiges auf uns zukommen. Aber auch schöne Sachen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und wir waren ja bei der Küchenplanung, das habt ihr ja im Vlog gesehen. Da wird jetzt auch immer mehr in die Vlogs mit einfließen von unseren Planungen, wenn wir in unserem Alltag halt auch mal zur Küchenplanung gegangen sind oder so. Da freue ich mich einfach drauf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr habt ein paar wichtige Fragen beantwortet bekommen. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr die auch gerne hier unten drunter schreiben und ich beantworte sie euch dann noch hier. Aber das war's jetzt bis jetzt erstmal und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!